Herzlich willkommen bei Sini macht Auge, mal wieder mit dem Imp zusammen. Er hat mich hier reingequatscht, wir möchten ein Video gucken, die große Evolutionslüge. Das ist schon mal sehr überraschend. Also es geht wieder um Glaube, es geht um Schwurbelei und es geht darum, dass wir das Ganze sehr ausführlich kommentieren. Los geht's. Graphic Design is my passion. Der britische Naturforscher Charles Darwin wurde im Jahr 1809 geboren und verteidigt. Wurde in der 1809 geboren. Das ist überhaupt nicht lustig. Wir haben uns nur darüber lustig gemacht, dass sie nicht gut Deutsch spricht. Das ist nicht gut. Also ich habe mehrere Videos geguckt, die sind oft so aufgemacht. Es werden sehr viele Namen genannt, die kennt man sogar. Manchmal werden auch einfach irgendwelche Figuren, wo man denkt, ihr habt euch die ausgedacht, die gibt's gar nicht. Aber den gibt's wirklich. Den kennt man, ja. So, das war nicht okay, vielleicht, also ich möchte das... Ich lache mit ihr, also ich kann nicht so gut Spanisch, wie sie Deutsch kann. Also siehst du hier, Respekt, so. Die Evolutionstheorie, obwohl es niemals handfeste Beweise dafür gab. Ach so. Sie ist ja auch eine Theorie, deswegen keine Beweise. Ja, gut, okay. Stimmt, ist okay. Es ist eine Theorie, aber du meinst Lüge. Das ist ja eine Lüge. Ja, aber also es ist eine Theorie, aber die ist absichtlich gelogen vielleicht. Ja, okay. Es war nur eine Theorie wie viele andere, aber diese wurde offiziell als Wahrheit anerkannt, aus Eigeninteresse der Weltmächte. Die Theorie, dass wir von den Affen abstammen, hat viele Ungereimheiten. Warum leben Affen noch bei uns, wenn wir von ihnen abstammen? Das ist eine gute Frage, oder? Aber okay, lass mal überlegen. Ich weiß die Antwort, weißt du die auch? Ja, also ich hätte jetzt so... Das würde ja voraussetzen, dass immer, wenn es eine Abstammung irgendwie gibt, dass es das Alte nicht mehr geben kann. Ja, aber es ist eigentlich ist es noch einfacher. Ist noch einfacher? Mit gemeinsamen Vorfahren. So, der Affe ist nicht unser Vater, sondern unser Bruder eher. Und dann kannst du nicht sagen, wenn wir gleiche Mutter haben, warum gibst du meinen Bruder dann noch? Das ist halt ein Schimpanse. Also, wir stammen nicht vom Schimpansen ab. Wir haben, wenn du so einen Stammbaum hast, wir haben gleiche Vorfahren, die sich in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Ja, Neffe eher, ne? Nicht direkt Bruder, aber genau. So ein entfernter Verwandter. Ja. Vielleicht, aber vielleicht ist das mehr so Highlander, es kann nur einen geben. Aber ist ein bisschen wie bei Joshua, ne? So, was ist logischer? Zwei Menschen oder eine Million? Ja. Das ist halt wieder so. Hä, warum gibt's Affen? Aber behalt das im Kopf. Es gibt Affen noch. Okay. Deswegen kann Evolution nicht stimmen, weil das wird später noch wichtig. Okay, und jetzt würde ich. Ich habe gerade überlegt, weil wir hier so viele Katzen haben, ne? Stammen Katzen von Raubkatzen ab oder auch nicht? Oder ist es auch wieder so, sozusagen, die haben die ähnliche Vorfahren? Weil ich hätte dann auch gedacht, also wenn es Hauskatzen gibt, wieso gibt es dann Tiger? Also aber Hauskatzen sind, glaube ich, die nächsten Verwandten von denen sind sowas wie so Manuls und sowas oder Luchse oder so, diese kleineren Katzen, ne? Ja. Ja, aber es gibt halt... Ja, aber wieso gibt es nicht nur eine Katze? Aber es ist eigentlich bei allen Tierarten so, dass es irgendwie ein anderes Tier gibt, was noch so ähnlich ist, aber halt nicht genauso. Ja. Wieso gibt es Zebras, wenn es Pferde gibt? Und also, Esel, hä? Was? Hey, wieso? Denk mal drüber nach, Charles Darwin, denk mal nach. So. Ja. Warum hatte Schimpanse 48 Chromosomen und Menschen nur 46? Stimmt das? Weiß haben wir Biologen im Chat? Ich weiß gar nicht genau. 46? Und 46, 48, keine Ahnung. Aber was ist die Frage? Also, ja, warum haben Katzen Fell und Menschen Haare? Keine Ahnung, ja. Warum haben Affen... Aber bei 46 zählt der X und Y schon mit da rein? Ich glaube nicht, oder? Sind doch noch mal, X und Y sind nochmal zusätzlich, oder? Oder ist ich hab keine Ahnung. Ist doch... Keine Ahnung. Ja, egal. 28 ist besser, oder? In welchem Moment verloren wir die zwei Chromosomen? Unser Genom ist zu 98% mit dem von Schimpansen identisch. Aber was nicht gesagt wird, ist, dass unser Genom auch zu 95% mit dem eines Wurms identisch ist. Dann kann das ja schon mal nicht stimmen mit dem Affen, weil wir sind ja auch mit dem Wurm so ein bisschen. Ja, aber ich verstehe gar nicht, also, guck mal, ich muss jetzt dazu sagen. Ist 44 plus 2, wird gesagt, also das XY ist das 23. Okay, guck mal, ich habe nicht so viel Ahnung, ich gebe das offen zu, ich habe wenig Ahnung von Biologie, ne? Aber ein bisschen vielleicht. Ja, ein bisschen, aber wirklich, da bin ich wirklich schlecht drin, muss ich gestehen, ne? Also ich habe immer so in der Schule nicht wirklich aufgepasst.
und habe mich danach damit null beschäftigt. Aber ich, deswegen finde ich das Video ja gerade ganz für mich eigentlich ganz interessant, weil ich wäre ja eigentlich die Zielgruppe, jemand, der wenig Ahnung davon hat, den man dann ja gut überzeugen könnte. Da kann man dann sagen, ein bisschen Zahlen und Genom und ein bisschen schwierige Wörter und dann ist, ach so. Ne, weil ich weiß ja nicht, wie es richtig ist. Das heißt, es müsste mich ja schnell überzeugen. So, aber wenn ich jetzt das höre, so, ja, überleg doch mal, so, der Affe hat 98% Übereinstimmung und der Wurm hat 95%. Hä? Und dann denkst du, ja, aber warum? Also, ich weiß gar nicht, was ist das Argument? Also, was soll das heißen? Was will man mir damit sagen? Weiß ich nicht. Also stimmt halt, ja okay, 95% nicht, über. Ja, aber sag mal. Ich glaube, ein Bier hat auch eine große Übereinstimmung mit einem Saft, wenn du halt sagst, beides ist Großteil Wasser. Ja, also trotzdem also, halt nicht das Gleiche. Verstehst du, ich höre das Argument, aber ich weiß gar nicht, wovon es mich überzeugen soll. Was soll das denken, dass ich so denke, hä, was? 95? Dass wir dem Affen gar nicht so nah sind, weil wir sind sowas anderem genauso nah. Und man will ja nicht sagen, ich stamme von dem Wurm ab, weil wir sind Wurm sein, ich glaube nicht, oder? Hey, aber das ist doch, also vielleicht ist ja... Aber ich glaube, die Zahlen stimmen auch nicht so ganz. Aber selbst wenn sie stimmen, überzeugt mich das nicht, weil es könnte ja sein, dass ich jetzt sage, 98% Übereinstimmung, ja, das ist voll nah, und 95, das klingt jetzt zwar nur nach 3% weniger, aber vielleicht ist 3% ja in Genomidentität ja voll viel. Ist genau der wichtige Unterschied. Vielleicht ist das der super krasse Unterschied, diese 3%. Also das heißt, die versuchen mich ja im Prinzip damit zu tricksen, dass die Zahlen so vermeintlich nah beieinander sind. Aber es sagt ja niemand, dass die nah beieinander sind. Das weißt du gar nicht. Ja, vielleicht ist ja einfach 95 so die Basic dafür, dass du einfach überhaupt atmen und trinken kannst. So. Und dann sagst du so, oh, das ist identisch, ja, aber... Wir achten ja auch immer mehr auf Unterschiede als auf Gemeinsamkeiten. Ja, also hat mich noch nicht überzeugt. Noch nicht, aber kommt noch. Spanische Lady. Auch unsere Organe wie das Herz oder die Leber haben mehr Ähnlichkeiten mit den Organen der Schweine als mit den von Affen. Genetisch gesehen ähneln sich Orangutans und Wildschweine. Also du kannst ja zum Beispiel eine Herzklappe von einem Schwein transplantieren. Ich meine, dass der Arnold Schwarzenegger hat das doch, glaube ich. Ja, das haben mehrere Leute. Ich glaube aber, man könnte von Affen auch, man darf nur nicht so easy, glaube ich. Weil in Deutschland einen Affen zu schlachten schwieriger ist als ein Schwein. Und dem kannst du, glaube ich, die Herzklappe nicht so gut wegnehmen. Aber es kann auch sein, dass das stimmt, was die sagt. Aber ich meine, guck dir viele Menschen an. Also einige sind schon mit einem Schwein schon. Du siehst ja direkt. Ja, ich weiß aber jetzt nicht, ob so Einstellung und menschliches Miteinander, ob das im Genom verwurzelt ist. Egal, wir hören mal weiter. Eine mehr als der Mensch und der Orangutan. Der Schimpanse ist stärker und ist viel anpassungsfähiger. Sein Fell schützt ihn von Kälte und Hitze. Die Nägel und Haare wachsen nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber bei den Menschen ist das nicht so. Sowohl Haare. Ja, und? Ja, das stimmt aber auch nicht. Stimmt auch nicht? Also die Kopfhaare und der Bart, die wachsen, ich weiß nicht, ob ganz unendlich, werden auf jeden Fall super lang. Mhm. Aber so Beinhaare zum Beispiel, die musst du dir nicht rasieren, die wachsen auch nur bis zu einem bestimmten Punkt und fallen dann aus. Lebensdauer von allen möglichen Körperhaaren, die ein Mensch hat, Brusthaare, die werden jetzt auch nicht einen Meter lang. So, die fallen halt auch irgendwann aus. Irgendwann sterben die Menschen einfach, weil die so, oh nein, wie so ein Kokon also, gefangen. Oder hier so Armhaare. Ne? Ja, so, oh nein, sie sind miteinander verwachsen. Also sämtliche Körperhaare, bis auf die am Kopf, haben genau das. Und ich glaube, die am Kopf, vielleicht haben die auch eine Maximallänge von, weiß nicht, 3 Metern und das macht halt keiner. Aber also, ne? Also das ist halt Quatsch. So. Das sagt okay. Ja, stimmt nicht. Haare als auch Nägel hören nicht auf zu wachsen. Und der Mensch ist körperlich auch viel schwächer. Okay, wir können ja nicht verwandt sein, der eine ist schwächer. Das sind so geile, wie ich ja sage, also du hörst ein Argument, aber das überzeugt mich überhaupt nicht. Also ich weiß gar nicht, was man von mir will. Aber du bist ja auch erst zu einem Zehntel durch, vielleicht überzeugen sie dich gleich noch. Ja, gut. Wo sind die Vorfahren der Delfine und Fledermäuse? Plötzlich Themenwechsel. Warte. Du musst mich auch ein bisschen ausreden. Ah, nee, falsch, scheiße. Das hier. Willkommen im Internet. Nee, auch nicht. Dass so ein Thema auf dem Button draufsteht. Siehst du, die Buttons helfen mir nicht. Ich wollte eigentlich den hier. Kann sein, aber das wäre jetzt wieder ein anderes Thema. Sehr gut. Voll verkackt. Sie sind die einzigen Tiere, die zur Kommunikation und zur Wahrnehmung von Objekten eine Vibrationsstorm benutzen.
Dies erklärt Evolution nicht. Was? Also Evolution erklärt nicht alles, deswegen kann die ja gar nicht Moment, stimmen. Moment, also das sind die einzigen meinen Tiere, die irgendwie ja so Schallwellen zur Ortung oder beziehungsweise zur Orientierung verwenden. Und die sind wahrscheinlich dann auch verwandt sehr nah, weil die machen beide das. Das muss doch gar nichts sinken, was zu tun haben. Aber hast du schon eine Vermutung, in welche Richtung das geht, mit wem wir verwandt sind und was passiert ist und so? Also was könnte die große Lüge sein? Was eigentlich wirklich? Ja, also ich vermute mal, dass das am Ende irgendein religiöser Quatsch ist. Mal gucken. Ja, okay. Wie kann es sein, dass sich Tiere wie Haie, Krokodile und Moskitos in Millionen von Jahren sich nicht weiterentwickelt haben? Jedes Mal, wenn ein neues... Vielleicht sind die einfach gut gewesen. Hä? Vielleicht ist es einfach so ein, weiß nicht, muss ich anpassen, aber Krokodil ist halt einfach schon fertig. Das ist halt einfach Hammer. Du kennst das ja auch, dass du irgendwie, du machst mal ein Lied oder so und bei dem einen sagst du, top. Und bei dem anderen denkst du, nochmal die Drums, nochmal hier ein bisschen, nochmal da ein bisschen. Dann musst du immer basteln, ne? Aber das Krokodil ist einfach geil. Also so wie ich die Evolutionstheorie verstanden habe, würde das, wie du sagst, das so sein. Also wenn kein Evolutionsdruck herrscht, also dass du anpassen oder verändern musst, beziehungsweise es passiert ja immer, wenn ich das richtig verstanden habe, durch spontan auftretende Mutationen und wenn die sich besser anpasst, wenn die besser funktioniert, dann ist das die einfach die gewinnt, so, ne? Und genau, wenn du halt so ein Krokodil bist und du hast einfach schon im Prinzip so, bist so ein Gewinnertier. Ja, also so ein Haifisch, wenn er durch den Ozean geht, der ist halt einfach geil, so, wer will dem denn was? Ja, also vielleicht kam mal so ein Haifisch raus, der hatte so keine Zähne, ja, und dann, aber der hat sich halt nicht so durchbeißen können. Also es wird schon gesagt, Haie sind kleiner als damals. Es gab ja damals diesen Megalodon und sowas, okay. Da war ja viel krasser noch. Und also die heutigen sind schon ein bisschen kleiner geworden. Also der kleinere Hai war vielleicht doch dann der bessere Hai. Wenn du größer bist, musst du ja auch mehr essen. Ja. Und also es ist natürlich geil, wenn du so ein Riesending bist, aber dann musst du halt auch Riesendinger essen. Und wenn die ganzen Riesendinger zum Essen alle tot oder viel kleiner sind, ist es vielleicht geiler, wenn du ein bisschen Energiesparversion bist. Ne? Ja. Und Moskitos? Arschlöcher. So. Ja, und es gibt eh viel zu viele von denen. Also die gewinnen ja nur, weil die einfach überall sind. Fehlendes Glied entdeckt wird, wird es von den Medizinern... Der guckt mal. Man sieht das gerade hier nicht so gut. Das muss man gerade darüber ziehen. Ja. Der guckt so, als würde der die Doku gucken. Das ist gelockt. Achso, warte. Der guckt so, als... Scheiße. Jetzt aber... Der guckt so, als würde der gerade die Doku gucken. Genau, das dachte ich auch. Das ist so my face when ich das gerade gucke. Und so wie ich die Doku gerade sehe. Genau so guckt er. Es wird gerade im Chat gesagt, Darwin hat ja auch nicht gesagt, dass der Stärkere überlegt. Er besagt Survival of the Fittest. Ne? Der Fittest ist ja nicht unbedingt der Gewalttätigste oder der Stärkste oder so. Es kann ja auch der Trickreichste sein, oder der. Ja. Es gibt sogar, war das Markus Gabriel oder so? Ich habe das in der Sternstunde Philosophie gehört, dass es auch sein kann, dass es auch ein Survival of the Friendliest gibt. Ja. Weil, wenn du halt so ein übelst netter Kerl bist, dann geben dir immer Leute was ab und helfen dir. Und ja, also, dann setzt du dich auch ganz gut durch. Ja, also Fittest kann ja alles heißen. Also Survival of the Fittest kann ja auch sein, dass du fit daran bist, soziale Kontakte zu knüpfen, ja, und dass dich das voll gut nach vorne bringt. Und wenn dich alle lieb haben, dann drücken die für dich vielleicht mal ein Auge zu, geben dir was ab und sowas. Ne? Ne? Ja. Survival of the 1-Euro-Challenge, ne? So. Total nett, total wenig, alle so, das machen wir mit, so. Funktioniert wenn vielleicht auch. Wenn du in einer Sendung stehst und sagst, ey, ich bin richtig stark, gib mal Geld oder ich schlag euch, dann sagen die, hey, du bist im Bildschirm, was willst du machen? Ja, dann sagst du, ey, ich schlag euch, dann gucken die so. Medien präsentiert, als ob es die Entdeckung des Jahrhunderts wäre. Zum Beispiel im Jahr 2009 präsentierten die Forscher euphorisch das Primatenfossil namens Ida. Auf der Titelseite der britischen Zeitung The Guardian stand, dass es das fehlende Glied in der menschlichen Evolution sei. Ein paar Tage später... Aber die wissen es besser, dieser YouTube-Kanal mit den Stockfotos. ...leuchtete es das New Science Magazine, aber niemand bekannte es mit.
In Wirklichkeit der einzige Beweis, dass wir von den Affen Niemand bekam das mit, außer wir. Wir bringen den Menschen jetzt die Fakten. Dass ich bin der einzige Mensch, der das mitbekommen hat. Das ist immer so geil, auch bei den ganzen Verschwörungstheorien, ne? Dann immer so, damals fand ein geheimes Treffen statt. Dort haben sie das und das besprochen und miteinander ausgemacht. Mhm. Niemand bekam etwas davon mit. Außer Xavier. Außer dieser Kanal auf YouTube mit 34.000 Abonnenten. Wir haben das mitbekommen. Ja. Wir sind die Einzigen, ne? Ja, und die ganzen Geheimen. Ich würde das unterdrückt, du wirst sofort erschossen, wenn du drüber redest, aber hier auf dem Kanal, wo noch 100 von den anderen Sachen sind, für die man erschossen wird, moin Leute, hier bin ich. Und die ganzen Geheimdienste so, scheiße, wir haben diese Info jahrzehntelang geheim gehalten, aber dieser YouTube-Kanal. Attila hat gegoogelt und es rausgefunden, verdammt. Ein paar Knochen gefunden und es ist unmöglich, ein Gesicht aus diesen Fossilien zu bilden. Ein Gesäß? Ein Gesicht. Achso. okay, ich kann manchmal nicht so ganz folgen. Ich struggle ein bisschen mit ihrer Aussprache. Ich bin da schlecht drin. Das ist nicht ihre Schuld, ist meine Schuld. Und meine Spanischlehrerin damals in der Schule hat halt genauso geredet, deswegen bin ich ein bisschen gewöhnt vielleicht. 2003 sagte der forensische Anthropologe Karl Stefan von der Universität von Adelaide in Australien, das ist, was ich meinte, ne? Charles Darwin kennt man und so, aber also der... Ja, Karl Stefan hat es gesagt. Karl Stefan von irgendeiner University und dann ist das ein Bild von so einem Typen, der Knochen misst, das kann genauso gut von so Pixabay sein. Oder das ist der Typ doch auch gar nicht, oder? Weiß ich nicht, ob es Karl Stefan gibt, das ist auch so ein Name, den kannst du ja gar nicht googeln, so heißen da bestimmt 100 Leute. Ja, aber der war ein... Was hat die gerade gesagt? Bei irgendeiner University war der. Googelst du das jetzt nebenbei? Ich guck mal einfach. Karl... Karl Stefan, wo war der? Karl Stefan von der Universität von Adelaide. Universität von was? Adelaide? Irgendwas mit Leida. Gibt es da so einen Untertitel? Nee, das hilft dir, glaube ich, nicht. Wo sind wir bei... Sag mir nochmal, was der gesagt hat. Was sie gesagt hat. Karl Stefan? Con Adelaide in Australia. Okay, ja, warte, nochmal zurück hier. Was sagt er? Sagte der forensische Anthropologe Karl Stefan von der Universität von Adelaide in Australien, dass es nicht möglich sei zu wissen, wie die Gesichter der ersten menschlichen Vorfahren aussahen. Er fügte hinzu, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass alle Gesichtsrekonstruktionen von... Das ist der. Den gibt's, okay. Ja, das müsste der sein. Und der sagt Gesichter von den Affen, das kann man nicht sagen. Also diese Bilder, die es dann so gibt, die das kann man gar nicht vorher sagen, das hat er gesagt. Okay, also immerhin, den Typen gab's. Von frühen Hominiden falls sind. Sie messen die Intelligenz anhand der Größe des Gehirns. Aber die Zeitschrift Geist und Gehirn veröffentlichte im Jahr 2009, dass das Gehirngewicht kein Indikator für die Intelligenz sei. Mhm. Warum? Keine? Gar keine? Also Gehirngewicht gar nicht? Also ich sag nicht, dass jetzt großes Gehirn zwingend klug ist oder intelligent, aber das glaube ich nicht, oder? Ich weiß auch nicht. Beim Computer ist ja auch so, dass du sagen willst, kannst du ein großer Computer sein, der nicht so leistungsstark ist, aber wenn die aus der gleichen Generation sind? Ja, also ich glaube jetzt so... Wenn du mehr Platz hast, kannst du da auch mehr anstellen, ne? Ich merke gerade, ich habe echt wenig Ahnung davon, ne? Also, aber das wäre mir jetzt neu, dass unser Gehirn ist ja schon für unsere Körpergröße überproportional groß. Meinst du nicht, dass da irgendwie einen Zusammenhang gibt zwischen... Ich glaube schon noch. Ich denke schon. Also auch sonst Tiere, die voll klug sind, haben auch oft größere Köpfe, so wie Tintenfische, Delfine und sowas. Ja, also das kann natürlich sein, dass du sagst, das ist halt nicht... Ja, nicht so Gehirnprozent größer, dann auch Prozent intelligenter oder so. Ja. Es kann auch mal sein, dass einer einen kleinen Kopf hat und trotzdem voll schlau ist, aber... Ja, ja oder nimm mal uns, wir sind voll die Dickschädel, aber wir sind halt mega dumm, ne? Ja. Ja. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass du eine Maus hast, die intelligenter ist als ein Mensch. Das glaube ich. Aber ich glaube, da ist dann doch zu wenig Platz irgendwie, ne? Das ist dann doch ein bisschen vielleicht so hardware-mäßig, reicht das einfach nicht, ne? Ja. Ja. Also Orcas sollen auch sehr klug sein, die haben auch große Köpfe. Ich bin ja auch ein Orca, ein rein Orca. Wusstest du das eigentlich, dass Orcas so richtig krasse Tiere sind, die nicht nur gut Basketball spielen können, sondern die auch generell einfach Die können auch Boote angreifen, habe ich gehört.
Und die haben so Grüppchen wohl, mit wo die sich halt auch so besprechen und Strategien ausmachen. Und man hat wohl Orcas in verschiedenen Teilen der Welt gesehen, die sich komplett anders verhalten. Ach krass, so anders sozialisiert sind. Ja, die haben auch so Kulturen einfach. Und je nachdem, in welchen Ozean die unterwegs sind und mit welchen anderen Orcas die zu tun haben, verhalten die sich wohl auch ein bisschen anders. Ob die Orcas auch mal so die Kultur der anderen aneignen? Vielleicht. Und ob die das dann doof finden? Man hat ja auch vermutet, warum jetzt... Also, ob es Orcas mit blauen Haaren gibt? Vielleicht. Also, dass die so an einer Stelle so diese Boote angegriffen haben, ja. Da ging man ja auch davon aus, dass die sich quasi koordiniert haben. Ey, vielleicht waren das so Aktivisten-Orcas. Ja. Die wollten sich an die Boote kleben. Aber die fand ich geil noch. Also, die haben gemerkt so, ey, da war über Corona, sind da keine Boote gefahren. Da finden sie das gut, aber bei Menschen... Ne? Und dann haben die gemerkt so, ey, das Wasser ist auf einmal so sauber und plötzlich fahren wieder diese Dinger da durch und die denken, ey, das Wasser ist wieder so schmutzig und dann denken die, ne, bam. Meinst du das die? Mein Wasser, ne. Ja, mein Wasser. Mein Land, mein Wasser. Ja, weiß nicht, wenn da immer so ein Teil durchfährt und du siehst halt, dass du und deine Artgenossen alle draufgehen, dann denkst du, nee, nachher mir nicht gefallen. Nachher kommt so raus, dass Orcas so die Hardcore-Nationalisten sind. So. Sobald irgendwie so ein Orca ist, so, der so ein bisschen mehr schwarz als weiß hat. Wollen wir nicht die anderen Fische auch tolerieren? und so ein Orca, der hat so ganz viel schwarz und wenig weiß, weißt du, und dann direkt mobben die den raus hier und dann alle so, ey, Orca ist voll cool. Und auf einmal so, ich weiß nicht, Orca ist sehr highly problematisch. Oder eigentlich sind Orcas vielleicht auch nur Roboter. Wir sind ja gerade hier so in solchen Themen. Vielleicht sind ja auch Orcas einfach von Klimaaktivisten gesteuerte kleine U-Boote, die dann in die Schiffe gesteuert werden. Rechte U-Boote. So, weiter. Nun werden die Fossilien nach der Größe klassifiziert, obwohl man weiß, dass dies kein Beweis von Intelligenz ist. Manipulieren sie vielleicht die Beweise, damit sie in ihre Theorie passen? Manipulieren sie die Beweise, okay. Könnte es sein, dass die untersuchten Fossilien zu ausgestorbenen Arten gehören? Vielleicht. Könnte sein. Auch so ein Schwurbelphänomen immer, ne? So könnte es vielleicht sein. So, ja, schon, aber wie wahrscheinlich? Vielleicht könnte sein. Alles Wenn wir wirklich könnte von sein. Den Affen abstammen würden, hätten wir einen Rückschritt gemacht, da wir an Kraft, Beweglichkeit und Schutzfeld verloren hätten. Hä? Moment. Also, weil wir physisch schlechter geworden sind, haben wir einen Rückschritt gemacht. Ist ein Rückschritt, weniger Fell zu haben? Nein, also sie sagt ja weniger Kraft, das stimmt ja. Also Affen sind, also die stärksten Affen sind stärker als Menschen. Ja. So, erstmal, du hast ja jetzt schon am Anfang gesagt, ist es ja nicht unbedingt Abstammung, sondern vielleicht ne, so eine Abzweigung. Aber auch da wäre ja die Frage, wieso ist das überhaupt, also warum soll das ein Rückschritt sein? Wenn du jetzt sagst, ey, es hat sich herausgestellt, dass die Kraft, die brauchen wir gar nicht mehr, weil wir nicht mehr auf Bäumen rumklettern. Ja? Und immer so, dass das mit dem größeren Gehirn und der intelligentere Mensch, der konnte sich viel besser vermehren. Hä? Also die Aussage ist ja schwachsinnig. Ja. Hast du dich mal gefragt, wie Gorillas, wie ripped die wären, wenn die auch noch so Bodybuilding-Techniques drauf hätten, wenn die wüssten, wie man richtig trainiert? Und wenn die auch so Proteinpulver fressen würden? Und dann setzt du die mal in eine Hantelbank und machst immer so vor und dann machen die auch und dann werden die noch krasser. Boah, das wäre so richtig krass, so ein Fitnessstudio-Affe. So, jeden Tag da hin. Weiß nicht, wenn du die im Zoo hast und die langweilen sich da, vielleicht kannst du dir das als Spielzeug verkaufen, dann üben die immer und dann boxen die irgendwann die Scheibe durch oder so. Pumperaffen, ey. Geil. Elaine Morgan verteidigt die Theorie der Wasseraffen-Hypothese und den Ursprung des Menschen aus dem Meer. Das würde erklären, warum der Mensch seine Behaarung verlor und warum wir die einzige auf Land lebende Spezies sind, die eine Fettschicht unter der Haut hat und auf zwei Beinen geht. Laut Dr. Merkel. Es gibt doch mehrere Tiere, die auch mal so für kurze Zeit auf zwei Beinen gehen. Also wenn du besagte Affen, wenn du beispielsweise einen Gibbon siehst, die können relativ weite Strecken auf zwei Beinen gehen. Oder Bären können auch auf den Hinterbeinen ein Stück gehen oder so. Also manche brauchen das nicht. Aber es wird gerade aus dem Chat auch schon gesagt, Strauße, Kängurus eigentlich. Aber es ging um Säugetiere, dann würden Strauße rausfallen. Pinguine, ja, das sind auch wieder Tiere, ne? Aber ja, Kängurus hüpfen eigentlich immer auf zwei Beinen. Die Vorderbeine kannst du kaum benutzen, außer um was hochzuheben. Ne? Ja, haben nicht alle Tiere. Und generell voll viele so känguruartige Tiere. Die haben doch alle auch eine Fettschicht unter der Haut, oder nicht? Ich glaube schon, ja. Wieso denn nicht? Also, ein bisschen Fettschicht haben die natürlich, ne? Also ginge ja gar nicht anders, oder? Ja, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt dazu sagen.
Schade, dass du so ein fetter Sack bist. Entschuldigung. Deswegen sind die Ärzte viel empfänglicher für die Wasseraffentheorie als die Anthropologen, weil sie erkannt haben, dass alle Organe mit Fett beschichtet sind. Das Sargkleid der Landtiere. Aber alle Organe mit Fett beschichtet. Wie gesagt, ich bin zu wenig in Biologie. Ich weiß jetzt nicht, ob das Känguru das Fett an einer anderen Stelle hat, aber die haben auch Fett, oder? Kängurus halten beim Kämpfen aber den anderen an den Pfoten fest und treten mit den Beinen zu, wird gesagt. Aber jetzt guck mal ganz kurz. Danke für das Wissen. Ja, aber ganz kurz, also nochmal. Wir sind doch das beste Publikum für diese Doku, weil wir selber gar nicht so viel Ahnung haben. Ja, das wir heißt, kriegen dann immer so Gesichter gezeigt und sagen, hier, Elaine Morgan, schlau. Ja, aber also ich würde der Doku jetzt vorwerfen wollen, ja, also wenn man mich jetzt davon überzeugen will, das überzeugt ja nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, wovon die mich überzeugen wollen. Die sagen immer ja, noch irgendwas. Nicht. Okay, die bauen noch auf. Okay, wir sind ja auch auf. Erst 4 Minuten, 20 Minuten. Verstehst drin. Du, dann sagst du immer so, ja, so könnte es nicht sein, so und so. Und dann sitzt du hier die ganze Zeit und denkst so, ja, keine Ahnung, könnte sein. Aber worauf willst du hinaus? Du wirst geprimed gerade. Was heißt das? Also vorbereitet. Die sagen dir gerade die ganze Zeit, hast du mal drüber nachgedacht, das mit dem Affen? Okay. Schon Quatsch, und das ist auch ziemlicher Blödsinn. Also, und dann kommen sie irgendwann und sagen, wäre das nicht viel sinnvoller? Ah, okay. Also die ganze Zeit so ein bisschen so jetzt langsam, also irgendwie, man will eigentlich nur, dass ich anfange zu zweifeln. Das ist die Strategie. Ja? Also sie wollen, dass das Schlafschaf das Fell verliert. Also, und aufsteht. Okay, ganz interessant. Also ne, ich versuche ja immer so ein bisschen zu analysieren, was passiert hier. Man kann das ja dann immer auch schön übertragen auf andere Thematiken, also dieses Schwurbeln jetzt in dem Sinne, es geht gar nicht darum, dass ich die einzelnen Sachen jetzt wirklich verstehe, sondern es geht darum, ich drop jetzt eine Info nach der nächsten, die immer so ein bisschen einfach nur so, überleg mal, bisschen das soll auch so klug zweifeln und so. Immer nur so ein bisschen zweifeln. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt Schritt für Schritt folgen kann, sondern dass ich einfach so anfange, so langsam ein bisschen an allem so zu zweifeln. Ne? Ja, und auch, dass sie dir so viele Wissenschaftler zeigen, die irgendwie keiner kennt, aber die haben ein Foto und so einen Namen und dann sagen die, das ist hier Elaine Morgan und das ist hier der Typ und da denkst du so, boah, die sind voll im Thema, die kennen diese Untergrundleute. Ich habe noch nie von denen gehört, aber also, wenn man die googelt, die sind ja wirklich bei Harvard oder so. Okay, ich guck mir mal. Schützt sie vor Sonne und Kälte. Dagegen schützen sich Meerestiere durch ihr Fett gegen Kälte. Das Fett und das fehlende Behaarung macht, dass der Mensch in einigen Situationen... Fandst du nicht auch? Also, der sieht schon mehr aus wie ein Mensch als, wie der, als der Löwe, ne? Weil der hat weniger Fell, der ist auch dicker. Mhm. Das ist schon eher ein Mensch gewesen gerade. Viel schwerfälliger wirkt im Vergleich zu den starken und wendigen Affen. Bei der Geburt haben die Affen kein Fett, aber das menschliche Kind... Bei der Geburt haben die Affen kein Fett? Das glaube ich nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Vielleicht das weniger, aber ein bisschen haben die bestimmt. Hey, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Gar keins. Also, die haben ja auch Muskeln und du hast doch, das ist immer... Also gar kein Fett? Hä? Also Körperfettanteil von null geht gar nicht, oder? Das ist oder? Doch, also ich bin wirklich nicht im Thema, aber das kommt mir alles sehr merkwürdig vor. Aber hast du jetzt eine Vermutung, in welche Richtung Nein, das geht? Nein, immer noch nicht, jetzt schnell. Okay. Weiter. Ruhe jetzt. In letzten Monat der Schwangerschaft Fettreserven ein. Eine andere Fähigkeit. Es wird im Chat gesagt, die meinte Fell. Sie hat nur komisch gesprochen. Ach so. Nicht die Affen haben kein Fett, die haben kein Fell. Die aber der hatte doch Fell. Ja, aber da war der schon ein bisschen weiter vielleicht. Moment. Schwerfälliger wirkt im Vergleich zu den starken und wendigen Affen. Bei der Geburt haben die Affen kein Fett, aber das menschliche Kind... Die hat doch Fett gesagt. Die hat Fett gesagt, die hat sowas von Fett gesagt. Selbst wenn sie Fell meint, der hatte auch Fell. Ja, jetzt haben wir das schon wieder geguckt, so kommen wir nicht weiter. Ist die Atmungskontrolle wie bei den im Wasser lebenden Säugetieren. Andere Säugetiere, die auf der Erde leben, können die Luft nicht anhalten. Andere Säugetiere, die auf der Erde leben, können die Luft nicht anhalten. Für eine gewisse Zeit kann jeder die Luft anhalten. Ja, aber Quelle haben die irgendwie, haben die so einen Löwen kurz in Wasser getrunken und gesagt, kann die Luft ja gar nicht anhalten, der Loser, oder? So kurz runter, paff, tot. Regnet, der guckt nach oben, Wasser rein, weg. Scheiße, gib mir den nächsten. die können das nicht. Aber ist nicht so ein Es gibt Nilpferde werden gerade im Chat genannt. Es gibt doch Tiere, es gibt doch Säugetiere, die tauchen. Hunde machen das doch auch manchmal. Ja, klar, Hunde gehen manchmal in den See rein und die gehen auch mal runter kurz. Die können natürlich können die kurz die Luft anhalten, weil weiß nicht wie lange, aber das sind ja keine Säugetiere, die legen. Wale sind Säugetiere, wird gesagt. Ja.
Aber Hunde sind ja keine Säugetiere, aber, die legen ja so Eier. Aber Wale sind im Wasser lebende Säugetiere. Ja, 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 an Land lebende Säugetiere können nicht. Aber Otter sind so halb an Land, halb im Wasser, mal da, mal da. Die können aber auch Biber, ne? Ja. Okay. Weiter. Aufrechtgehendes Lebewesen ist eine leichtere Beute für Raubtiere, weil sie die Fähigkeiten der Affen, die auf alle Viere laufen, nicht besitzen. Der Mensch ist hierbei deutlich im Nachteil. Ein anderer Faktor sind die Schweißdrüsen. Affen. Aber wenn du angegriffen wirst, ist doch vielleicht auch ein Vorteil, wenn du auf zwei Beinen gehst, weil du mit den anderen zwei Händen eine Waffe halten kannst. Das wäre ja wieder die Theorie. Kannst du irgend so eine Keule oder einen Speer oder so nehmen, wenn der Affe da mit allen Vieren steht, das ist ja voll blöd. Der kann ja gar nichts halten. Ja, vor allem, also ich weiß gar nicht, worauf die hinaus wollen, weil offensichtlich ist es ja so, dass es kein Nachteil für uns ist. Ja, also wir haben halt andere Vorteile, die Nachteile ausgleichen. Also so offensichtlich ist es kein Nachteil. Der Mensch ist die größte Bevölkerung auf der ganzen Welt. Die nennen halt so kleine Sachen, wo sie sagen, ja, aber wenn du jetzt hier nur diesen einen Faktor betrachtest, dann sind wir schlechter. Und wenn du einen einzelnen Menschen irgendwo in den Urwald schmeißt so und den schmeißt den nackt da einfach rein, dann kann das gut sein, dass der platt gemacht wird. Ja, sehr aber der große Vorteil von Menschen ist ja, das sind ganz viele, die kommunizieren miteinander, die bauen Werkzeuge. Ja. Und dann können die mit mit dem Gewehr in den Wald gehen und alle anderen Tiere platt machen. Das ist Quatsch. Selbst diese Urzeitleute, die einfach Pfeil und Bogen und Speer gemacht haben und mit 10 Leuten jagen gehen oder so, die kriegen das Mammut kaputt, weil die das rumscheuchen, bewerfen und alles. Ne? Das war relativ früh so, dass wir den Vorteil einfach schon auf unserer Seite hatten. Ja, und du kannst halt auch mit der menschlichen Physik kannst du relativ gut auch bei so Bergen einfach hochgehen und in eine Höhle reingehen oder sowas. Das können nicht alle Tiere, manche schon. Ne? Ja, gut. Du kannst auch auf einen Baum, du kannst ein kleines Häuschen bauen. Guck mal weiter, ich will nämlich jetzt unbedingt wissen, wohin es geht. Und frag mich nicht noch einmal. Ja, okay. Ich weiß, sonst setzt was. Affen haben weniger als wir. Wir schwitzen auf eine andere Art und haben eine große Menge von endokrinen Schweißdrüsen. Unser Schweiß sieht in der Regel wie Wasser aus, um unsere Haut zu befeuchten. Affen haben auch diese Art von Drüsen, aber... Weißt du, warum Schweiß in der Regel wie Wasser aussieht? Weil es Wasser ist. Es hat halt einen großen Wasseranteil. Ja. Aber nur sehr wenige. Sie haben viele... Das ist schon wieder so, guck ich die Doku. Das ist dann die nächste Reaction-Shot. Okay, Alter. Hypokrine Schweißdrüsen, die eine Art Öl absondern, um das Tierhaar zu schützen. Kein Tier schwitzt wie wir. Der Mensch und die Vögel können das Atmen kontrollieren wie die im Wasser lebenden Säugetiere. Dadurch kann der Mensch auch sprechen, was den Affen und anderen Landsäugetieren nicht möglich ist. Aber Vögel können auch nicht wirklich sprechen. So ein paar Papageien können Geräusche nachmachen. Mhm. Wir können die Atmung besser kontrollieren als ein Affe, deswegen können wir besser sprechen als die. Ich weiß nicht, kann man... Ja, weil guck mal, wenn du redest, kannst du nicht einatmen, ne? Du brauchst ja die Luft zum Ausatmen. Du kannst nicht reden. Das klingt zumindest scheiße. Ja, klingt scheiße. Wenn ich jetzt zum Einatmen auch rede, dann klingt das ein bisschen komisch. Als hättest du irgendwie Krankheit oder so. Vielleicht hat man einfach beides mal ausprobiert und dann gemerkt, beim Ausatmen reden ist irgendwie angenehmer also, für den Hals. Also eigentlich sagt die immer so Dinge, dann denkt man so, ja, kann gut sein. Aber jedes Mal fragst du dich, okay, komm mal zum Punkt, worauf willst du hinaus? Wir wissen es noch nicht, du schon, aber wir gucken weiter. Wenn wir tauchen, ist unser Körper aerodynamisch und kann die Form eines Fisches annehmen. Was ist das? Das ist die Würste Doku, die ich hier gesehen habe. Was hat hier irgendwie was mit was zu tun? Es wird gerade im Chat auch gesagt, hydrodynamisch, nicht aero, das ist ja unter Wasser. Stimmt, hydrodynamisch, ja. Aber Affen oder Gorillas können das nicht. Ja. Gorilla geht schwimmen, der kann nicht diese Pose, der macht das anders. Der hat halt auch keinen Schwimmunterricht gehabt, der zappelt wahrscheinlich einfach. Das ist so einmal der Satz, so, ich kann ja gleich kommen. Die Menschen gehen auf Toilette und wischen sich den Arsch mit Klopapier ab. Affen machen das nicht. Ja. Der Gorilla hat eine andere Körperform als der Mensch. Ach so. Nee, Menschen fahren mit U-Bahn zur Arbeit und pendeln. Affen machen das nicht.
Gut. Manche Menschen sind größer als 2 Meter. Der Schimpanse ist nur ungefähr 1 Meter. Affen machen das nicht. Es gibt eine Theorie, die behauptet, dass alle haarlosen Säugetiere einen Wasserursprung haben. Wie Nilpferde und sogar Elefanten, die ihre Haut nass machen müssen, damit sie keine Risse bekommen. Was? Ist dir was aufgefallen auch? Dass sie keine Risse bekommen? Nee, ich meine das vorher. Also die haben vorher, haben sie ja immer so Gesichter gezeigt und gesagt, Physiker, Biologe XY sagt das und das. Und da ist jetzt einfach, es gibt eine Theorie. Es gibt eine Theorie. Ja. Es gibt eine Theorie, dass es auch so ist. Okay, also es gibt diese Theorie, aber wir wissen nicht, wer die gesagt hat. Wir wissen nicht, was da dran ist. Okay. Und die gibt's. Delfine und Menschen haben viele Gemeinsamkeiten. Gut. Ja. Wirklich? Verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen haben bestätigt, dass die genetische DNA von Delfinen ähnlich ist wie beim Menschen. Er hat dir doch eben gesagt, irgendwie, nee, Quatsch, der Wurm war 95%, der Affe so 98% und Delfin? Der Delfin vielleicht 100? 100? Wer weiß? Vielleicht 99? Sie hat ja angefangen den Satz mit wissenschaftliche Ergebnisse haben gezeigt. Ja. Es gibt ja auch diese. Aber da sagt man jetzt auch nicht von wem, ne? Ja, es gibt auch irgendwie, gab es nicht was, Postillon oder Onion Movie oder Onion News hier, irgendwie sowas. Immer so amerikanische Wissenschaftler haben gezeigt, dass. Und dann, ja. Wenn du einen Satz damit anfängst, ist halt immer geil, weil dann kann irgendeine Boulevardzeitung dann einen Artikel dazu schreiben. Es gibt eine Theorie und die Wissenschaft hat gesagt. So, jetzt? Delfine als Säugetiere sind uns ähnlicher als Pferde, Kühe oder Schweine. Das sieht aus wie ein Mensch. Ja. Trotz der Tatsache, dass sie im Wasser leben. Es gibt viele Chromosomenähnlichkeiten und ihre Genome sind grundsätzlich die gleichen. Jedes Chromosom der Delfine hat einen komparativen Chromosom beim Menschen. Das ist alles so. Irgendwie random Fakten, angebliche Fakten, wir wissen es ja nicht. Alles so. Man hat 36 gemeinsame Segmente zwischen den Genomen von Menschen und Delfinen festgestellt. Horst Hameister, Professor für Genetik. Horst Hameister. Wie geil das Bild gecroppt ist, einfach ist so voll breit gezogen. Das sieht aus wie ein Thumbnail von mir. Okay. Die Universität Ulm sagte, dass es überraschend zu erfahren war, dass Menschen mehr Gemeinsamkeit mit Delfinen als mit Landsäugetieren haben. David Busby von der Universität in Texas sagte, dass die genetische Ähnlichkeit mit den Delfinen eine echte Überraschung war. Also worauf wollen die hinaus, dass wir von den Delfinen absterben? Vielleicht. Delfine können 8 bis 10 Minuten unter Wasser bleiben. 18 Minuten unter Wasser. 8 bis 10 Minuten. 8 bis 10 Minuten, okay. Menschen können sogar mehr. Ich dachte 18 Minuten. Die können genau. Die gucken immer alle genau 18 Minuten. Oh, Zeit zum Auftauchen. Einige Arten sogar 15 Minuten. 8 bis 10 Minuten, aber manche 15. Ja. Da sind aber nichts dazwischen. Nicht 8 bis 15. Nee. Nee, also manche können 8 bis 10. Und dann gibt es so ein paar Delfine, das sind die ganzen. Die können genau 15. Die können genau 15. Ja. Sie müssen im Normalfall alle 5 Minuten an der Oberfläche steigen. Was? Die können, alle wie viel? Alle 5. Sie müssen im Normalfall alle 5 Minuten an der Oberfläche steigen. Also im Schnitt können die 8 bis 10, manche können 15. Aber im Schnitt müssen sie alle 5 Minuten hoch. Ich glaube auch, ja. Das ergibt keinen Sinn. Auch die 15 könnten, die müssen trotzdem alle 5 doch mal hoch. Manche können auch 15, aber die müssen das nie beweisen. Die haben ich kann auch eine 5 Stunde unten bleiben, aber ich tauche lieber alle 2 Minuten mal hoch. Aber ich könnte. Das ist mit so einer Fitnessstudie gesagt, 300 Kilo kann ich hochheben, mach mal. Ich mach erstmal 50. Ich mach halt lieber so alle 10 Kilo mach ich halt. Ja. Aber ich könnte halt 200. Okay. Ich hab so einen einfachen Humor.
Delfine atmen durch ein Nasenloch mit einem Muskelmembran, der abgedeckt... Das heißt Nasenloch? Ich dachte, das... Muskelmembran, weiß ich nicht. Okay, ich dachte, weil, hey, hat die Nasenloch gesagt? Okay. Wird, wenn sie unter Wasser gehen, damit kein... Und wir atmen auch durch ein Nasenloch, ist das nicht krass? Beeindruckend, oder? ...im Wasser in die Lunge kommt. Es gibt Menschen, die ähnlich wie die Delfine... Also Atemloch. Atemloch. Ich hab Nasenloch. Wir haben auch ein Atemloch. Oh, ja. Was? Atemloch. Durch die Delfine atmen, Menschen atmen auch. Boah. Okay. Also jetzt so langsam geht das Ganze, das wird sehr delfinlastig. Ich habe ein paar, irgendwie, ich spüre hier was. Das ist auch die Sprecherin gerade, die da eingeblendet ist als Bild. Ja, auch sehr lange in der Luft unter Wasser anhalten können. Zum Beispiel Severinsen, 41 Jahre alt aus Dänemark. Hallo, Stig Severinsen. Der kann gut tauchen. Ja. Der ist, glaube ich, ein Delfin. Guck mal, die Haut sieht doch schon so aus. Okay. Was kann der? Der kann lange tauchen. Ja. Ey, guck mal, der ist 2 Zentimeter kleiner als ich. Und der kommt aus Aalborg. Ja, wiegt aber 10 Kilo weniger. Boah, was bin ich für ein Kampfkoloss. Der muss halt auch immer unten bleiben beim Tauchen. Ja. So, jetzt warte. In der Lage, der Atem für 22 Minuten anzuhalten. Boah, 7 Minuten länger als die krassesten Delfine. Die geil, alle, oder? Die aber alle 5 Minuten mal kurz Luft holen. Macht er vielleicht auch. Aber er könnte noch länger. Er könnte 22 Minuten, aber er taucht halt sicherheitshalber alle 3 Minuten mal auf. Man weiß ja nicht. Das ist so ein dummer Witz. Er geht danach dann aber auch direkt wieder runter immer. Ja, möglich. Er macht nur kurz. Nur kurz einmal Luft holen. Schon 22 Minuten übelst lang, überleg mal. Er sagt, dass sich die Herzfrequenz, der Blutdruck und der Geist verändert. Das hilft ihnen, die Gehirnaktivität zu verändern. Sie ist aber, hast du auch mal gefragt bei diesen Tauchern, die nur sitzen? Mhm. Die gar, also wenn die sich bewegen, dann geht das ja nicht. Die sagen so, ey, ich kann 20 Minuten unter Wasser bleiben, wenn ich halt nur so in dem Tank sitze. Ja. Ist es nicht übelst die Zeitverschwendung? Ist noch immer langweilig, die sitzen da halt nur. Das ist überhaupt beeindruckend. Ich kann da nicht so lange sitzen, aber also wenn ich irgendwie Bock hätte, mir einen Korallenriff anzugucken und ich sage, oh, ich kann 10 Minuten lang unten rumtauchen und mir was angucken, und ich sage, oh, es lohnt sich, ne? Ja, du stellst aber jetzt halt 20 Minuten in so einem Tank sitzen, das ist übelst langweilig. Du stellst halt jetzt die Sinnfrage. Ja. Die Sinnfrage ist natürlich irgendwann so auf dieses... quasi noch länger können, dann ist das einfach nur noch der Sinn, ja. Ich werde in so ein Buch geschrieben, als der Mann, der lange in dem Tank gesessen hat. Ja. Cool, ja. Wenn es das wert ist. Die Balance zu befinden, um glücklich mit dem Leben zu sein. Mit einem einzigen Atemzug schwanz Severinsen 76 Meter unter dem Eis eines... Guck mal, da ist aber unter dem Eis geschwommen. Hat er sich sogar bewegt, okay. Dann lohnt sich das ja. Dann hat es gelohnt. Ah. Ja, jetzt wollen die mir sagen, wir können voll lang die Luft anhalten, so wie Delfine. Die Florinses in Ost. Aber die haben erstmal, in der ersten Hälfte haben sie die ganze Zeit drüber geredet, dass wir auf 2 Beinen gehen können. Mal gucken, ein Delfin, wie der das macht. Ich glaube, das ist schwierig, oder? Und dann. Eine weitere Ähnlichkeit ist, dass Delfine wie Menschen. Es wird jetzt echt, du willst mir jetzt nicht sagen, dass die gleich kommen mit. Wir stammen vom Delfin ab oder sowas. Sexuelle Lust nicht nur für die Paarung empfinden. Ja, Bonobos machen es nicht, oder was? Während die meisten Affen Angst vor Wasser haben, fühlt sich der Mensch davon angezogen. Guck mal, wie viel Angst er hat. Er sitzt da drin, der fürchtet sich so richtig. Das ist ein angsterfüllter Affe, das so sehen die aus. Die Affen haben so Angst vor dem Wasser. Hier ist ein Foto, wie er da drin sitzt. Und schwimmt aus Vergnügen. Wenn wir unter Wasser sind, verlangsamt sich unsere Herzfrequenz. Dies ist ein natürlicher Reflex bei Meeressäugern, wie bei Delfinen und Walen. Bei dem Mensch ist die Geburt schmerzhaft und oft schwierig, weil der Kopf und die Schultern des Kindes größer sind als der Becken. Ist das nicht bei allen Tieren auch irgendwie schmerzhaft, nur bei manchen mehr als bei anderen? Aber Geburt ist immer schmerzhaft, ja, oder? Ja, ich glaube, bei Menschen ist sie schon ziemlich beschissen. Weil der Kopf so groß ist, genau. Ne? Aber die Kopfgröße hat ja gar nichts mit der Intelligenz zu tun. Ne? Aber ich glaube, es gibt gar kein Tier, was sagt, ach, heute mein Kind, plopp, ach, war ja ganz nett. Die sind, glaube ich, immer schmerzhaft. Im Boden der Mutter. Aber wenn die Geburt unter Wasser stattfindet, verringert sich die Adrenalinproduktion, die Muskeln spannen sich und die Dilatation wird leichter.
Ja, jede Wassergeburt total easy, ne? Gar kein Problem. Gar kein Problem. Und immer noch ganz viele Frauen so doof, ne? Machen so. Fahren ins Krankenhaus voll dumm. Machen so Luftgeburt, ne? Also so an der Luft, so völlig blödsinnig. Die müssten einfach nur ins Delfintümpel-Dings gehen, ja? Und unter ihren Brüdern und Schwestern den anderen Delfinen gebären. Oh Mann, ey. Die haben alle im Krankenhaus, ne? Ja, die haben alle das Video nicht geguckt. Im Krankenhaus, die legen die Frau auf so eine Liege drauf. Die können die doch auch einfach in so ein Becken. Ja. Die können auch so Planschbecken aufpusten und sagen so. Jetzt, es gibt ja Wassergeburt, aber ja, nicht im Krankenhaus, oder? Ja, aber weiß ich nicht. Gibt es das auch? Aber ja, ist halt Lifehack, ne? Ja. Endlich Geburt ohne Komplikationen. Gar nicht schwierig dann, voll easy. Ja, voll easy. Und das ist halt, weil wir Delfine sind. Und dann bist du im Wasser und denkst, oh geil, ich bin Delfin. Dann meine ich so, so, ich kann keinen Delfin nachmachen, ich wollte einen Delfin nachmachen. Das kann ich nicht. So ganz komisch, ne? Irgendwie sowas, ja. Ja. Komisch, warum können wir eigentlich die Sprache unserer Vorfahren nicht mehr? Wir waren aber heute schwimmen, immerhin. Ja, immerhin. So wie Delfine. Hast du dich auch ein bisschen delfinig gefühlt? Ich wette, alle Delfine der Welt waren heute auch schwimmen. Ja. Ich habe auch erstmal im Wasser irgendwie einfach nur aus Bock mit einem anderen Delfin rumgewurzt. In das Atemloch oben. Komm, Bruder, ey. Unsere DNA voll same, same, so. Ja. Hast du Bock? Im Zustand der Schwerelosigkeit fühlen sich die Frauen leichter und freier. Der Schmerz verringert sich. So sieht das dann aus. Die haben so ein Seidenhemd an. Die müssen auch nicht atmen dann. Die können Kopf auch unter Wasser, kein Problem. Ganze Geburt über bleibt die da einfach unten. Ja, das liegt ja daran, die Geburt, die dauert normalerweise 22 Minuten. Und das kann der Mensch ja. Ne? Ja. Und im Schnitt aber kommen alle 5 Minuten ein Baby raus. Also wenn die unter Wasser ist, ist die ja viel entspannter, da geht es viel schneller. Ja, ganz schnell. 3 Minuten Geburt oder so, plopp, fertig. Ja. Gar kein Problem. Und die Wehen sind safter. Die Muskeln entspannen sich durch die Einwirkung von Wasser, was die Geburt des Kindes erleichtert. Das Kind fühlt sich in seinem Umfeld wohl. So ist das keine Das ist ein Nirvana-Cover, ne? Ja. Der schwimmt jetzt nach der Kohle. Ja. Kenne ich. Traumatische Geburt für das Kind oder die Mutter. Menschenbabys können direkt nach der Geburt mit einer unglaublichen Leichtigkeit schwimmen. Genomstudien. Die wiegen halt auch irgendwie 3 Kilo und bestehen aus Fett. Mhm. Und so, ja, die waren auch die ganze Zeit eigentlich in so einem Wasserdings drin, ne, in der Gebärmutter. Also das ist angeblich ja wirklich so, dass die, ja, also das habe ich auch schon von anderen Leuten gehört, die nicht das sind, ne, dass Babys irgendwie relativ gut schwimmen, aber die verlernen das recht schnell wieder. Mhm. Ja? Okay. Wir zeigen, dass der Mensch genetisch verändert wurde. Von wem? Wer weiß, ob er schon... Mit so einer Pinzette, da kommst du an so einen Menschen und ein Stückchen raus, damit die nicht mehr schwimmen können. Mal die Fähigkeit der Delfinen, wie die Telepathie hatten. Was denn jetzt? Der Escalated Cookie. Was? Wir hatten mal die Fähigkeiten der Telepathie? Ja, Delfine haben das heute noch. Und wir halt nicht mehr. Aber. Hä? Was? Was? Delfine machen alle Telepathie oder was? Warum schnattern die dann so rum? Ist das, weil die mit uns reden wollen? Wir denken so, diese Trottel da, so, die können unsere Sprache gar nicht. Wir machen diese Zweitsprache. Entschuldigen Sie. Evolutionstheorie dient nur die Verwirrung, um die Menschen zu täuschen, damit sich die Wissenschaft als Lehre durchsetzt, ohne sie in Frage zu stellen. Damit die hä? Also die Wissenschaft wird quasi gebastelt, um dir die Telepathie abzutrainieren. Eigentlich könntest du das, aber diese blöde Wissenschaft, die erzählt dir was von Evolution und so und dann... Guck mal, der eine hat einen Speer, der nächste hat einen Rechen. Ja, aber deswegen müssen wir jetzt hier mit den Leuten reden. Ja. Die könnten auch einfach sich mit dem Kopf verbinden und wir müssten gar nichts reden, dann wären wir auch viel schneller hier. Ne? Und was hat der Letzte da? Ein Staubsauger oder so? Nee, so ein Presslufthammer hat er. So, warte mal, jetzt ist das Video vorbei, aber ich will wissen, was ist die Quintessenz des Ganzen? Lehre durchsetzt, ohne sie in Frage zu stellen. Und unser wahrer Ursprung bleibt verborgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Meinen Kanal kannst du auch kostenlos abonnieren. Aber was war denn jetzt die... Also, das sollte uns nur so darauf hinleiten, dass wir vielleicht gar... Also, hä? Also, erst sollst du sagen, also Affen und wir, das kann ja irgendwie gar nicht stimmen, weil da sind ja so ein paar Unterschiede.
guck mal, der Affe hat viel mehr Fell und so und wir können besser auf zwei Beinen und der macht es nicht so und ne, diese ganze, das ist irgendwie alles Quatsch und am Ende ist es dann einfach so. Ja, aber ist dir mal aufgefallen, Delfine so, die schwimmen und wir auch. Und die, ey, die Bumsen machen wir auch. Jetzt machen wir nochmal gerade ein Resümee. Mir gefällt das Video eigentlich ganz gut für meinen Kanal. Also auch hier nochmal jetzt so, das ist ja im Prinzip ein Schwurbelvideo, ne? Und wir haben ja festgestellt, so bestimmte Taktiken davon, das ist das, was Schwurbelei immer so macht. Das ist auch von 2017 schon. Also das ist ja nicht dieser langweilige Pandemie-Schwurbel, wo man nochmal so ein bisschen sagt, gibt es jetzt Krankheit oder nicht oder wo kommt die her, ne? Sondern das ist noch. Das ist noch kreativ gewesen, so ein bisschen. Aber ne? das ist ja so eine ganze Szene irgendwie. Das gibt's ja. Und das ist interessant, ne? Das ist so, haben ja auch schon viele Menschen gemacht. Du kannst ja so Schwurbel-Scheiße dir auch ausdenken. Und du siehst ja, wie gut das funktioniert. Du nimmst immer irgendwas, wo, weiß nicht, was so einfach gefühlt erstmal nichts miteinander zu tun hat oder eben doch, ja. Und dann, also eigentlich hat der dieser ganze Beitrag ja nur irgendwie so Zweifel gesät. Und dann halt noch irgendwie, also an der einen Seite machst du immer so ein bisschen Zweifel, so, ja, aber guck mal, ne, Affen haben Fell, wir haben ja kein Fell, ne? Und dann guckst du, ey, guck mal, Delfine schwimmen und wenn wir schwimmen, das sieht ja auch aus wie ein Delfin, ne? So, also total schlechte, einfach immer so eigentlich ständig die ganze Zeit so Korrelationen, also so Ähnlichkeiten und Widersprüchlichkeiten, also vermeintliche Widersprüchlichkeiten aufzeigen, um dann, aber was eigentlich? Also einfach nur so ein bisschen Zweifel zu säen und dann wofür macht man das? Also ich bin mir bei denen auch nicht sicher, wie sehr die das selber glauben. Der Kanal hat tatsächlich hier, man kann mal runterscrollen, also der hat auf Deutsch, hat er 213.000 Abonnenten. Ja. Und bekannte Gesichter wie Leon Lovelock und so, die gucken das halt und sagen, oh, krasse Doku, boah, das wusste ich ja noch gar nicht. Das ist ja krass. Ich bin ja ein Delfin eigentlich und gar kein Affe, das, boah, echt. Also das und ist, das auf Spanisch hat der irgendwie 3 Millionen oder so, das ist ein richtig dickes Ding. Okay, also das ist krass. Also es gibt so eine richtige Desinformation. Jetzt kann man mal die Frage stellen, ist das gefährlich, ja? Ist es gefährlich, wenn einer Mensch... Ich weiß nicht, wer das gucken würde und denken würde, boah, das stimmt alles. Ja, aber selbst wenn das einer gucken würde, wäre das irgendwie gefährlich, wenn einer jetzt da rumläuft und sagt so, oh, ich weiß nicht, also ich glaube nicht an die Evolutionstheorie und so, ich glaube nicht, dass Affen und wir dieselben Vorfahren haben, ich glaube mehr so, das war mehr so ein Delfin. Die glauben ja dann sogar eigentlich an eine Art Evolutionstheorie, nur halt an eine andere. Andere, ja. Es gibt ja schon so eine Menge Christen in Amerika, es ist so ein Riesending, diese Kreationisten, die auch sich dafür einsetzen, dass in der Schule Evolution gar nicht vorkommt. Dass man einfach sagt, nee, Gott, war das fertig. Ne, da gibt's ja wirklich richtig viele so Aktivisten und Politiker, die genau das wollen. Ich sag auch, Gott, war das fertig. Ich sag, Gott hat erst einen Delfin gemacht und dann hat er den noch so ein bisschen so hingestellt und den Kopf ein bisschen anders geformt. Flosse, klick, klick. Ey, wäre das nicht cool, wenn die Flosse, wenn die so länglich wäre und die hat in der Mitte, kannst du nochmal knicken und unten ist dann nochmal so ein Ding mit so kleinen Flossen. Ja. Nee, war echt interessant. Also klar, ist natürlich grober Schwachsinn, aber ich finde auch an so einem Video kann man sehr gut erkennen, was so die Methoden dahinter sind. Ne? Das ist natürlich total low-level, also das ist so doof und aber dass das überhaupt Leute abholt und dass die das dann glauben, ja, interessant. Ne? Also ich bleib dabei, solange das jetzt irgendwie nicht gefährlich wird, ist es, glaube ich, erstmal egal, dass Leute sowas glauben. Kann ja mal runterscrollen, weil ich glaube, bei dem Kanal sind halt oft so Leute, die so Kommentare, die irgendwie sagen, ey, das ist halt witzig. So, ne? Aber es gibt hier anscheinend auch welche, die stellen so Rückfragen und so. Und dann weiß sehr man halt nicht, aufschlussreicher das Bericht, Beitrag. Es wird hier nicht nur eine Behauptung dahingestellt, das ist mir zu lang, aber egal. Ja, ich fand's unterhaltsam und lustig, mir reicht das so. Ich würde sagen, ich verabschiede mal die Zuschauer. Also mich hat's überzeugt. Mich auch. Ich bin Delfin, tschüss. Ich auch.